Oh ja. Oh ja. Heiß Angelegenheit. Sexy. Wer ist er denn? Ah, ich kann nicht mal den Namen. Oh, ist Glumanda? Ja, ist Glumanda. Yeah. Oh, das ist die Weiterentwicklung von Rizeros. Das ist das hässlichste Pokémon, das es gibt. Weißt du, Rizeros ist an sich schon ein cooles Pokémon. Rizeros ist cool, Rizeros ist cool. Und die Weiterentwicklung ist so unfucking fassbar hässlich. Jojojo, jemanden wie dich sieht man nicht oft in der Magmazone, dem Reich von Lowcock. Hier sind die Kraftbots unter sich. Worum es sich bei der Maschine hinter mir handelt, das ist ein Bohrer. Du musst gegen den Hebel neben ihn sprinten, um ihn in Betrieb zu nehmen. Durch Überhitzung infolge übermäßiger Nutzung kann er jetzt jedoch nicht eingesetzt werden. Schaue dich doch ein wenig um und lass ihn abkühlen. Der Schmelzofen bei Kamerupt lohnt einen Abstecher. Kamerupt, ja, das ist das Kamel, was du gerade meintest. Ah, okay. Ich wusste, wie der Name ist. Du meinst, wie groß Kamerupt ist, Alter. Über. Alter, das ist so groß wie ein Mensch. Den hätte ich mir super klein vorgestellt zum Beispiel. Ja, genau. Das ist total krass bei meinem Pokémon. Oh, Bulbix. Oh, tolles Pokémon. Früher gar nicht gescherzt, fand ich halt viel zu niedlich. Mhm. Aber mittlerweile finde ich es richtig schön, ja. Ehrlich. Der Hebel, mit dem man die Feuersäule abschalten kann, ist defekt. Mit einem neuen Hebel wäre das Problem zu lösen. Möchtest du Fang spielen? Na klar. Klasse, dann leg dich mal ins Zeug. Die so auch einfach nur Copy and Paste gemacht haben in diesem Spiel, ey. Ja, natürlich. Nonstop. Ich meine, das ist ja jetzt nicht. Also ich erwarte jetzt ja auch nicht so viel von einem Spiel, aber. Nee. Aber das ist echt einfach nur lame und faul. Wie alt ist das Spiel eigentlich? Boah, weiß ich nicht. Ich, also, das ist, glaube ich, von 2007 oder so. 2008 vielleicht. Auf jeden Fall hat mir Pungi letztens unterbreitet, dass es tatsächlich einen zweiten Teil gibt. Ja, Mann. Ja, oh, Mann. Monona ist auch cool. Mhm. Hatte ich zum Beispiel nicht bei Pokémon Go. Oh, Magby. Wie hatte ich bei Pokémon Go? Lugok ist ein Held. Als meine Freunde und ich mich neulich den Felsen zu erschlagen drohten, zerschmetterte er ihn mit einem Tritt, als ob es ein Kinderspiel wäre. Wir stehen in seiner Schuld. Hey du, lass uns Fang spielen. Ja, natürlich. Dann wären wir wieder bei Copy and Paste, ne? Typische Babystimme. Der hat irgendwelche riesigen Krebsgeschwülste am Kopf. Das ist hammerhässlich. Er muss so eine dunkle Stimme haben. Was die Leute nicht wissen, was im Pokédex dafür verschwiegen wird, dass Magwies auch immer sterben. Immer. Deswegen hast du auch in der ersten Generation keine Magwies, weil die einfach nicht schaffen, Magma zu werden. Ja. Magma wird so geboren. Das ist keine gute Entwicklung. Ja. Dieses vermaledeite Feind, ich habe verloren. Lass uns Freunde sein. Klar. Aber ich finde, man lernt gut, wie man Freunde machen kann. Ja, einfach nur umschauen. Ja. Kann läuft das? Lass uns kämpfen. Ein Mann, verpiss dich. Ich weiß nicht. Nee, wir haben ja einen Schwarzband. Ah, okay. Dann muss ich ihn nicht nochmal verbrechen. Nein, haben wir den schon vorher gehabt, ja? Ja, ja. Okay. Mobile genauso. Junior haben wir ja auch schon, Kleinstein haben wir auch schon. Ja. Vergiss nicht, weil. Wolf ist schon immer. Wow. Da komme ich durch. Alter, are you fucking kidding me? Ja, also das Einzige, was man zählen lassen könnte, ist Hitze. Boah, ey. Weil halt, ne? Aber man könnte ruhig eine richtige Wand programmieren halt. Oder eine Hitzewelle oder so. Oder die einfach die Säulen eng aneinander machen. Ja. Hier ist Feuer. Das war übrigens bei Dark Souls einfach einer meiner Lieblingsgegenden. So, wo du halt... an diesem Lavasee bist, ja, ne? Das war krass, richtig, ja. Richtig stimmungsvoll. Das war wirklich krass, das stimmt. Hi, trifft sie, Peli. Okay, da ist Kamerupt. Kamerupt ist übrigens auch eine Mega-Entwicklung. Kamerupt! Kamerupt! Alter. Der sieht eher aus wie IA. Das stimmt. Wenn du ein Abenteuer in der Magmazone suchst, dann stelle dich einem Kampf mit mir. Weshalb? Das gehört sich hier nun einmal. Nur die Starken kommen in den Garten. Ja. Das ist der Leitsatz von Lugok. Bist du bereit? Lass uns endlich anfangen zu kämpfen. Kamerupt. Das ist aber auch riesengroß, groß, ey. Weil man muss auch bedenken, Pikachu ist halt auch nur so 40 cm groß oder was. Das ist halt nur nicht. Das sollte kein Maß noch groß sein. Wieso hat denn... Das ist doch geschacht, das ist sogar als Gestein, das brauche ich auch. Ah, ja. Deswegen kannst du mir noch Eisenschweifen zurück sein. Ja. Ja. Ja, aber der ist schon gut. Sieht oh, right in your face, bitch! Bitch! Kamerupt,
ziemlich gut, naja, wie ein gelber Blitz geben. Genau, Pikachu ist eigentlich... Ja, wie heißt er denn? Flash. Nee, den meine ich nicht. Der gelbe Blitz war von Naruto hier, der vierte Hokage, aber das hätte ich gelesen, aber trotzdem, ja, er ist der Hokage. Ach so. Ja, natürlich. Wer das ist, willst du wissen? Ja, du natürlich. Man nennt dich Allenthalben? Oh, was ist denn Allenthalben? Das Wort kenne ich gar nicht. Allenthalben. Keine Ahnung. Fuck. Weiß ich. Gelber Blitz, selbst Logok ist auf dich und deine Leistung aufmerksam geworden. Hast du Fangen zu der Maschine hinter mir? Das ist ein Schmelzofen. Ich erkläre dir, wie er funktioniert. Eisenerd oder Goldklumpen in den Kessel hinein und genieße das flüssige Metall. Genieße das flüssige Metall. Aber genieße das Metall. Flüssiges Metall. Wie der Bruder von Daenerys in der ersten Staffel von Game of Thrones. Ja. Krone. Mit einer Eisenstange kannst du zum Beispiel defekte Hebel ersetzen. Wofür man Eisen erst wieder Goldklumpen bekommt. Der Bohrer bei Capoeira fördert sie zutage. Okay, Kamerupf ist nur ein Unterhobby. Sind ja sonst noch Pokémon? Weißt du, was ich auch brutal hasse? Das Spiel. Auch. Wenn Leute nicht Pokémon sagen, sondern Pokémons. Mhm. Alter, da könnte ich ja... Boah. Ganz schlimm, ja. Das geht gar nicht. Stimmt. Ganz viele Pokémons. Pokémonsen. Pokémonsen. Mein Vater hat am Anfang, als Pokémon Go rauskam, gesagt, was ist denn das mit diesem Pokémon Go? Er hat verstanden, dass Pokémon Go heißt. Er hat mal Pokémon Go gelesen. Pokémon Go? Pokémon Go. Hey, ihr Pokémon Go's. Ich nehme den Eddie einfach mal. Eddie? Nein, mal Tekken. Eddie Gordo wins. Der Bohrer hat sich zwar wieder abgekühlt, aber wenn du ihn benutzen möchtest, musst du erst an mir vorbei. Lass uns kämpfen. Weshalb? Frage ist ja dumm. Wir sind hier in der Magmazone. Hier geht ein Kampf als Begrüßung. Brauchen wir noch? Lass uns loslegen. Beyblade. Eddie Win. Komm, show what you got. Das ist richtig. Das ist Beyblade-Pokémon, Alter. Ja. Ich hab Beyblade gehabt. Ich hab's geliebt. Ich bin nicht älter geworden, aber kann, dass es Dreck ist. Das wollte ich schon wieder irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das ist ja auch immer dumm. Ich kann's ja nicht verübeln. Ich weiß auch nicht, warum ich das geil fand. Ich meine, das kann man ja nicht argumentieren, so, weil im Grunde ist es genauso ein Quatsch wie Yu-Gi-Oh! Halt vom Prinzip. Also ja, aber trotzdem hat Yu-Gi-Oh! Noch eine bessere Ansatzweise, eine bessere Story und hat in sich ein System, was Sinn ergibt mit den Karten. Du hast Kartenregeln, du spielst da irgendwie was ganz genau, da ist es Dings. Und das waren Brummkreise mit mystischen Geistern, die irgendwann so stark waren, dass es Kindersoldaten gab, die nur mit Beyblades rumgelaufen sind und das als Tötungswaffe. Das war ja scheiße. Ja, aber Yu-Gi-Oh! War jetzt ja nicht so viel anders. Das hat zwar Erwachsene gehabt, die das Spiel auch gespielt haben, aber auch so, dass wir beide müssen um den Weltfrieden kämpfen. Ja, das Karten. War schon eigenartig, dass sie mit den Karten um den Weltfrieden gespielt haben. Das stimmt schon, ja. Oh, Nocturne. Nocturne, Nocturne! So, wo ist Henry Maske jetzt? Gute Henry. Meine Eltern haben uns verboten zu boxen. Ich wollte ganz. Früher hatten wir mal in der Schule Boxen. Also kam ein Sportlehrer, also ein Boxlehrer. Ich fand das super toll und wollte meine Eltern überreden, mich da einzutragen. Und sie glücklicherweise verboten. Ich wollte sagen, glücklicherweise haben sie das getan. Sonst wärst du jetzt noch dümmer. Stimmt. Weil die ganzen Gehirnzellen ausgeboxt worden wären, ey. Ja, schon krass, wirklich, was die da auf sich nehmen. So. Oder du wärst so ein richtig niveauloser, dummer Pupper. Hm. Du wärst Rocky einfach. Alien! Alien! Stimmt, tatsächlich ist Rocky der einzige Boxfilm, den ich je gesehen habe. Also alle Rocky-Teile. Die sind auch gut. Ja. Also auf ihre Art. Also auf ihre Art und Weise. Der dritte war, glaube ich, hammerdumm. Ja, ist jetzt irgendwie der noch relativ neuer jetzt irgendwie sogar, wo er so nur ein Trainer ist von irgendwie... Creed, wo der neue, wo der Sohn von Creed ja, kommt, so, ja. Der ihn trainieren soll. Den habe ich aber auch bisher, das will ich auch nicht gesehen. Ich habe nicht geguckt. Was ist denn jetzt noch Chan? Ich weiß nicht mehr, wie du mich das fand mit Pauli. Ja. Oh, Rocky ist so ein Spasti. Rocky hat mir was gekauft, das ist mein bester Freund. Ja. Oh, Rocky ist so ein Spasti. Jeden Film, Alter. Oh, und ich werde nie vergessen, wie war das, wie ich damals mit zwei Freunden das erste Mal Rocky geguckt habe. Und da hatten halt quasi diese Box mit einem Film. Haben uns hingesetzt, yo, wir spielen halt, wir gucken das jetzt alles an einem Abend durch, ne? Ja. Und dann in dem einen Teil, ich weiß nicht, ob es der zweite oder der dritte ist. Das macht mir hier einfach gut. Ach
der Hebel. Ah, oh, du bist so klug. Du hast ja leider nur Nachtschein gesucht die ganze Zeit. Ja, auch, aber ich hab nicht gewusst, dass der Hebel da ist. Weil ich dumm bin. Wir haben gesagt, jo, wir gucken, das ist eins durch. Dann haben wir nebenher halt auch irgendwie gegessen und ich hab nicht so 100%ig aufgepasst. Und dann kam halt irgendwie Hulk Hogan. Okay. Und da war ja irgendwie sein Boxername Thunderlips. Donnerlippen, was an sich ja schon ein total bescheuerter Name ist. Thunderlips. Thundercats. Oh, mach Muskode lesen, bitte. Ja, reichen ja. Schön, dass du es in diese Magma-Schule geschafft hast. Zugeben, es ist anstrengend. Die Eisenerze und Goldklumpen zum Schmelzofen zu tragen. Aber dieser Weg bleibt keinen erspart. Mache bitte nicht schlapp. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir dir helfen können. Wir stören ein wenig, dich ein wenig, was? Dich so abzuhärten. Dich so abzuhärten? Natürlich. Dann sind wir schon einmal recht launischer Haufen. Oh. Mal hängen wir einfach nur so herum, mal geben wir bei den Durchreisenden so richtig auf die Eier. Gib weiter dein Bestes, Reisender. Traveler. Traveler. Und da war halt irgendwie Szene und kurz vorher hast du irgendwie das erste Mal den Sohn von Rocky gesehen. Nee, guck mal. Die sind da unten jetzt alle. Die wollen mich jetzt cashen. Aber du musst jetzt erstmal das Herz an den Ofen bringen. Ah, verstehe. Dann läuft er da rechts an. Machen wir jetzt auch. Jedenfalls hat er dann das erste Mal halt auch den Sohn von Rocky gesehen. Ja. Und irgendwie habe ich ihn richtig zugehört. Und dann habe ich Thunderlips gehört und dann die ganze Zeit war der Sohn da. Und ich dachte, der hat seinen Sohn wirklich Thunderlips genannt. In dem Film seinen Sohn. Komm, Thunderlips, das Essen ist fertig. Und ich bin da voll nicht drauf klargekommen. Und das ist aber, hat der den, ist der Name wirklich jetzt Thunderlips? Und die so, ja. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Thunderlips und so ein Schwachsinn. Jetzt übertreibst du aber, mein Gott, ne? Ja, warum seid ihr bescheuert? Thunderlips? Und es hat irgendwie eine halbe Stunde gedauert, wir haben rumdiskutiert, bis ich gecheckt habe, dass er seinen Sohn nicht Thunderlips genannt hat, sondern dass Hulk Hogans Wrestlername in dem Film Thunderlips war. Oh Mann. Ja, ich bin halt schon sehr dumm. Was sind da Leute mit komischen Namen? Kann auch jemand, der heißt Razor mit Namen. Razor? Wirklich Razor. Was? Steht so im Ausweis. Ach du Scheiße. Hab ich auch nicht geglaubt. Also ich meine, netter Kerl. Also gut. Aber Razor. Hab ich erstmal nicht gedacht. Ich kannte mal einen, der hieß Bob. Also Bob ist ja eigentlich. Geobatz, sehr geil. Oh, Geobatz ist richtig geil. Bob fast ist so gut wie Stachelo. Stachelo. Ja, du musst den Zuschauern von Stachelo erzählen. Ja. Wir haben uns letztens darüber unterhalten, wie das früher so war in der Schule mit Pokémon. Und ich habe halt erzählt, dass ich dann halt angefangen habe, auch irgendwann meine eigenen Pokémon zu erfinden und zu zeichnen, was bestimmt viele gemacht haben, denke ich mal. Und aber anscheinend, im Gegensatz zu vielen anderen, da kann der Zack gleich noch was dazu erzählen, habe ich das halt eher so nur für mich gemacht. Ne? Also ich habe das für mich gezeichnet und habe dann halt die ausgeschnitten und habe mich darüber gefreut. Und eins, das sah so ein bisschen aus wie Geobatz, war halt das sogenannte Stachelo, war so auf, also ist auf, eigentlich ist es wirklich aus wie Geobatz, nur auf vier Beinen läuft es. Und hat Stacheln halt eben, ne? Und sagt die ganze Zeit, töte mich! Töte mich! Da ist ein Pokémon, das heißt, Stachelo! Und das war definitiv mein liebstes, eigen kreiertes Pokémon. Und das war es eigentlich auch schon. Jetzt kannst du ja mal erzählen, wie es bei euch war. Bei uns, ich habe ihn halt Hammer dafür angeflaumt, weil ich dachte, du Spasti, ich habe Kinder wirklich gehasst. Weil, bei mir auf dem Schulhof war es so, es gab irgendwie die Meinung, dass Pokémon-Karten nicht original sein müssen, sondern sie müssen nur hübsch sein. Und dann kamen einige Kinder auf die Idee, sich eigene Pokémon-Karten zu zeichnen und waren dann der Meinung, yo, ich habe mir jetzt hier selber eine Karte von Bisaknosp gemalt und deswegen tausche ich die jetzt gegen dein echtes Bisaflor. Das ist ja viel besser, weil da steckt ja voll die Arbeit drin. Fick dich, Alter, verpiss dich doch mit euren selbstgemachten Karten, die zum Beispiel sogar auch selbst ausgedruckt waren. Einfach so richtig dreist, ne? Das hat mich so angekotzt, Alter. Diese Kinder, die da meinten, die können dich da verarschen, weißt du? Naja. Aber ich Respekt, was für eine Mühe gemacht wurde, ey, ne? Ach, die waren einfach dumm und hatten kein Geld. Oder ihre Eltern haben es ihnen verboten, ey. Also, wohin zieht er noch her, wenn man... Nein, denke ich. Du müsstest gegen alle kämpfen. Was? Vor der Fight Club, oder was? Du hast ihn da angesprochen. Ja, aber ja, du müsstest du gegen uns alle kämpfen. Oder habt ihr das mal verstanden? Ich dachte, das war schon... Vielleicht jetzt Feuer und Wasser, das Vieh. Der ist Feuer und Stein. Thank you.
gut, dass du noch was erlebt hast. Stein. Ja, absolut. Wobei das bei den Pokémon jetzt nicht unbedingt. Also die meisten Pokémon ja, okay. Ne, da hat der Typ schon und das Tier schon eine Verbindung zu dem Typ. Aber es gibt doch mittlerweile einige Pokémon, wo das total random ist. Naja. Dann ist es wieder nach unten, glaube ich. Der Erz nach unten bringen, nicht mehr steigern. Ich glaube auch. Was war denn mit dem Stück da, was da noch war? Musst du das nicht irgendwie. Ja, das habe ich doch gemacht. Achso, passt du gar nicht auf, Alter? Nee, ich habe jetzt nicht zugehört. Da hast du nicht zugehört, solltest du nur zugucken. Nee, aber du hast vorhin auch nicht aufgepasst. Da habe ich das hier mit dem Eisenstück gemacht. Ich habe das Eisenstück da reingepackt, dann habe ich eine lange Stange gemacht, dann habe ich die reingepackt, habe die gegengehauen. Ist das Feuer weg? Eine lange Stange, ich habe gegengehauen. So, nicht. Ah. Der ist so unfassbar hässlich, ne? Guck dir die an, das ist die Weiterentwicklung von Rizoros. Rizoros war ein cooles Pokémon und guck dir an, wie hässlich er ist. Ja, schön. Mit diesen braunen Kackplatten. Er sieht aus wie so ein. Er sieht aus wie so ein chinesisches Rip-Off. Als wäre er kein echtes Pokémon. Als wäre ein chinesisches Rip-Off. Stimmt, ja. Ey, das ist so hässlich. Was sie sich dabei gedacht haben. Da kommen jetzt auch noch auf die Fresse. Die Weiterentwicklung von Electek ist cool, die Weiterentwicklung von Magma ist cool. Aber das Ding ist halt hässlich. Johann, du darfst nicht sprechen. Bravo, du hast es zu mir. Nein, das passt nicht. Bravo, du hast es zu mir geschafft. Bei meinem Spiel musst du deine Gegner über den Spielfeldrand hinauswirbeln. Zur Teilnahme benötigst du eine Eisenscheibe. Du kannst dir einen Schmelzofen gießen. Eine Eisenscheibe genügt. Du brauchst mir nicht für jede weitere Teilnahme eine neue zu bringen. Du musst noch eine machen. Das ist gleich nochmal. Quasi, aber brauchen wir erstmal Erz. Ja, aber es war ja bestimmt eine Kiste noch oben. Das kann sein. Oh, guck mal, Glumanda. 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 Endlich haben wir uns gefunden! Ich habe schon viel von dir gehört! Du sollst Bisaflor und Empoleon besiegt haben, erzählt man sich. Wie sieht es mit Plimflor und Endivia aus? Und wo befindet sich eigentlich der Treffpunkt? Schön, dass es allen gut geht. Um mein Haar wäre ich in glühende Lava gefallen, doch Logok hat mich gerettet. Er ist mein Lebensretter, so stark und gleichzeitig so kühl. Die Pokémon in der Magma-Zone sind alle sehr heißblütig. Lass uns doch kämpfen, wo du nun schon einmal hier bist. Ja, natürlich, warum nicht? Wir sind Homies und wir haben uns gerade wieder getroffen, aber du möchtest direkt das mit Gewalt lösen. Ich glaube, weil Glumanda einfach nicht Herr seiner Gefühle ist, er kann nicht umgehen. Aber süß hat sie das Kriegel in den Augen. Habe ich auch immer nicht besoffen und verloren. Dab. Fabelhaft! Du hast dich ungemein verbessert. Ich werde Dugok bitten, mir eine Trainingseinheit zu verpassen, um auch stärker zu werden. Bis später! Du bist Glumanda begegnet. Ich bin ihm eher entgegnet. Ich bin der Endgegner. Denn ich kenne Glieder. Ich springe von Level zu Level. Bis der Endboss kommt. So, was ist das denn? Oh, Medite. Ja, das du sprechen. Psychokampf. Stopp, mein Lieber. Halt ein, der Weg wird dir verschlossen sein. Der dich nur dann zum Logok bringt, wenn dir im Wettstreit gegen mich ein Sieg gelingt. Er reibt ja wirklich. Wer im Ratespiel der Bessere sei, erfahre Winnungen 1, 2, 4. Nein, das war los. Der Fragenerste stelle ich nun. Was soll ich denn auch sonst schon tun? Das Plattendreschen mit Volterus bereitet dir wohl ein Hochgenuss. Ja, eine Wünsche. Schöne Tone, in der Tat, mein Kamerad. Nun, mein Lieber, gib fein Acht. Ich habe Frage 2 mitgebracht. Mehr am Treffpunkt hilft dabei, dass dein Donnerblitz ein besserer sei. Check. In der Tat, mein Kamerad. Nein, nicht die goldene Mitte. Es sei dies der Frage. Dritte. Ich hatte was. Na egal. Wer nimmt teil an diesen drei, an Rihornios Kreiselkeilerei? Wer nimmt teil von diesen drei? Das ist ja wirklich nur Raten. Ich schätze, es ist einfach verrückt. Schade. Dann müssen wir es nochmal probieren. Ja. Schlecht, aber auch. Ich glaube, der ist noch gar nicht mein Homie. Das ist nicht okay, ich muss ihn nochmal. Ah, Jumanda wird das bestimmt auch machen können. Meditieren!
Midi-di. Bla 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 bla. Kennen wir alles schon? Bla bla bla. Bla bla bla. Der Höhlenzug. Wir sind hier bald raus. Für welches Pokémon so Ratermeister und Donalditzka sehr vertan halten? Blipgrund, alles Wasser. Da stellt sich den Gegner in der Magmazone, also hier. Wahrscheinlich Kaumalat. Was? Ach, ich hab ihn gerade verwechselt. Das war einfach nur dumm, das war mein Fehler, ja. Und wieder 70 Abos weniger. 170, wenn das mal hinkommt. Deabonniert. Alle deabonnieren und den neuen Channel Sephis Clips abonnieren. Ich habe halt mein eigenes Format. Das können wir heute auch mal erklären eigentlich, ne? Ich habe halt mein eigenes Format. Da rede ich über Kinderbücher. Was? Ne, Clips halt unter Knall. Wie war das nochmal hier? Kennst du das noch von Quatsch Comedy Club? 5 Stück der Woche mit diesem Kinderbuch? Das war super. Boah, das war so ein kranker Scheiß. Ich hab mich so weggepisst, Alter. Du brauchst zwei Tage so super Depri auch, ne? Ja, ja. Lisa guckt Fernsehen. Und dann sieht man nur irgendwie so ein Kind alleine in einem dunklen, schattigen Raum ganz nah vom Fernseher sitzen. Und vor ihr nochmal zwischen ihr und dem Fernseher waren so ganz säuberlich mehrere Messer und Beile und Äxte angeordnet. Ja, sowas macht, ey. Lisa schaut Fernsehen. Kreisekeilerei wahrscheinlich cooler. Ja. Wow, wir haben es geschafft nach dem 5. oder 4. Versuch. 3. 5. oder 4. Versuch. 6. 18. 1000. Und Banane. Midi! Nein, ich will nicht nochmal. Ich wollte nur mal sehen, ob du jetzt mein Homie bist. Das ist so schlimm, ey. Das ist so schlimm. Wir brauchen immer noch Erz. Wir brauchen mehr Holz. Arbeit, Arbeit. Immer nur Arbeit. Oh, da ist ein Nocturne. Sissi. Nocturne! Und das auf Flamara. Flamara. Kittli kommt und kommt einfach nicht. Aber bei dem Stil werde ich mich schon nicht langweilen. Hast du schon am Felsenschmetter mit Logok teilgenommen? Es kommt dabei vor allem darauf an, die Ruhe zu bewahren. Du kommst umso mehr Punkte, je besser es dir gelingt, die Felsen ohne Auslöser zu zerschmettern. Lass uns kämpfen. Nun dann, zeig mir, was du so kannst. Also ohne Boxer. Ja, alles gut. Den K.O. kein Boxer. Oh! Oh. Aufpassen. Erstmal ausweichen, erstmal. Sehr gut. Ganz gut, der Schleifer. Der ist echt stark. Oh, Schiff. Dabei ist ein Kampf wirklich stark gegen Stahl. Ja. Bam! Ich hab nur einen Hauch gehauen. Ja. Er freut sich und alle so. Unfassbar! Du bist ein Wucht! Lass uns Freunde sein! Ich bin ganz bockig, wo du so rüber. Hier bist du gegen Bellona. Oh, ich glaube gleich an was. Endlich mal geschafft. Oh, da ist ein Igelava! Oh, den fand ich ja cool, ne? Also, Tornupto fand ich natürlich am geilsten, aber ja. Ist es denn falsch, gegen andere zu kämpfen, selbst wenn es um der Gerechtigkeit willen geschieht? Wie denkst du darüber? Oh, du möchtest Fangen spielen? Schön, lass uns beginnen. Ich fange doch gerne ein kleines, hübsches... Fuchsdance. Könntest du es nicht? Ja. Du bist ja Fury, ne? Kann das sein? Was? Ach nee. Oh, shit. Aber Luna zündet seine Schürze an. Muss ich auch machen, wenn ich vorher mache. Jetzt Zeit, dass wir eine Kürze anzünden. Schnell ist viel, ne? Ja, das mag sein. Gleich hast du es, nur von der Seite. Ja. Boah, aber gerade so, ey. Feuchiger Furz, ey, aber krass, ja. Meine Güte, du bist schnell. Kein Wunder, dass Wolbis gegen dich den Kürzeren gezogen hat. Rufe mich, wenn ich helfen kann. Ich werde da sein, wenn ihr mich braucht. Ich bin bereit, ich nehme mit allen auf. Oh, Igelava. Igelava! Es heißt, früher habe ich der gesamten Pokepark aus blühender heißer Lava bestanden. Lass uns kämpfen. Ja. Okay, danke für die Info. Ich werde nicht verlieren. Danke für die Info, dass es früher anscheinend mal Lava war. Ja.
Das, die haben wir jetzt gebraucht, die Info. Bam! Ich muss auch sagen, auch wenn es eigentlich schwachsinnig ist, weil die Grafik auf dem 3DS mittlerweile gut genug ist, aber ich würde mir trotzdem mal wieder so ein Pokémon Stadium Spiel für die Switch oder so dann ja, wünschen. Auf jeden Fall. Das wirklich in richtig, richtig guter Grafik mal hast, ja, weißt du? Und die irgendwie übertragen kannst und so. Du, ich hätte auch nichts gegen ein richtig gutes Pokémon-grafisch mal. Also generell, story-technisch. Naja, also da macht Sonne und Mond wirklich schon krasse Fortschritte. Also es ist trotzdem noch mit anderen Rollenspielen verglichen natürlich ein Witz. Ja. Aber trotzdem, für Pokémon-Verhältnisse hatten sie wirklich noch nie so eine tiefe Story wie in dem Spiel. Es ist wirklich okay, so, tatsächlich. Wo es dann darum geht, dass Eltern ihre Kinder vernachlässigen und all sowas. Also das ist schön. Krass, okay. Für Pokémon-Verhältnisse. Wie groß er ist. Flamara, ja, das ist groß, ey. Wirklich. Schon wieder Kampf, ja. Mhm. Und dann haben wir die nächsten vier hier oben. Flambo. Bam! Das ist einfach mal die Hälfte der Leiste ab. Krass, Kimba, das Ding jetzt. Bam! Zwei Schläge. Ein Stahl ist irgendwo noch stark gegen Feuer. Ja. So, jetzt müssen wir mal endlich mehr Erz finden, dass wir hier mal rauskommen. Ja, das ist so was wie Gelaber. Mach mal die Kiste kaputt. Na, das ist der Plan. Beere. Das schon wieder eine Sprache. Aber du kannst mit irgendwem sprechen, wie auch immer das ist. Oh, Porenta. Oh, Porenta. So ein Pokémon, was man schnell vergisst, finde ich. Ja, ja, weil es auch ja keine Entwicklung hat und competitive total nutzlos ist. Ja. Warum hat Porenta eigentlich keine Vor- oder Nachentwicklung? Auch wieder Pokédex-Einträge. Bei Porenta steht, glaube ich, irgendwo drin, dass es so selten ist, weil die Leute es immer essen. Weil sie nehmen halt die Lauchstange, die mit dabei ist, und kochen das als Suppe. Direkt. Und in manchen Gegenden gibt es keine Porenta mehr, weil der Lauch aufgehört hat zu wachsen. Was total bitter ist, weil du, wenn du bedenkst, dass Porentas nur sich da ansiedeln, wo es Lauch gibt, aber sie dann mit dem Lauch zusammen ja gejagt und gegessen werden. Ich glaube, ich habe so einen Buddy, der uns was beibringen kann. Das ist Schneider vielleicht. Das ist so nice. Wenn wir das brauchen überhaupt hier. Tja, also hier scheint. Kannst du nicht hinter Porenta langlaufen jetzt? Ja, aber da brauchen wir auch mal her, oder? Nee. Nee, ach, das war. Boah, voll die krassen Special Effects hier und Cutscenes. Ist ja besser wie in Final Fantasy. So, Metal Gear Solid. Anderthalb Niveau. Was ist Alan? Makago. Pikachu. Do you think that love can bloom on the backfield? Ich will noch ein Bild haben von Boss auf dem Feld. Ich finde die Szene noch im Längen. Na, ich hab, also was ich dir geben kann, ist, ich habe einen wirklich guten Aufruf auch das Bild, wo Snake am Ende von Metal Gear Solid 4 auf dem Friedhof steht und salutiert. Nee, das möchte ich nicht. Ich mag auch immer dieses, das Interpretation von Zeichnern. Also ich will keinen Screenshot oder sowas haben. Ja. Makago ist so hässlich und eklig, ne? Also wir müssen erst schon. Ja, erst Rihornio. Ja. Okay, also wir brauchen Erz. Erz, ja. Das muss ja irgendwo da sein. We need bad and good iron, man. Main. Oh, ist am besten, wenn du erstmal wieder runtergehst, oder? Was ich wollte, aber hier ist auch kein Arcani oder Fukano. Ich liebe beide, Arcani und Fukano, Alter. Ich liebe Arcani so krass. Ich glaube, fast von den nicht legendären Pokémon und so, Nicht-Startern, ist Arcani mein Lieblings-Pokémon. Okay. Weil er ja die Starter und die Legendaries so ein bisschen ausklammern muss. Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, Arcani wirklich mein Lieblings-Pokémon. Ein sehr schönes Pokémon auch einfach. Ja, findest du es hübsch? Auch ansprechend. Mhm. Macht es dich an? Was du gerade schon mit deiner Wortwahl impliziert hast. Gegen Geowatz haben wir noch gar nicht gemacht, oder? Kann das sein? Nein. Weil ich glaube, ich bin von weggegangen, als du von Stachelo erzählt hast. Der gute Stachelo. Geowatz. Hey! Geowatz. Ich liebe schöne Dinge und sammle sie daher nach Kräften.
Ich kann dir Beeren im Tausch gegen Dinge aus Gold oder Eisen geben. Bist du daran interessiert? Komm schon, lieber Freund, bitte tu mir den Gefallen. Dann kriegen wir jetzt wegen wahrscheinlich Erz. Nee, wir können erst tauschen gegen Erz. Ach so. Also, aber ich hätte es verstanden. Was? Ja, okay. Ist das? Das ist noch eine Kiste. Ja. So. Scheiß Bier. Wir haben Who cares about the bullshit, man? Wir können dann den nächsten besseren Blitz werden. I don't care about the bullshit, man. What about the bullshit? Oh! Pupanz. Die Weiterentwicklung Lepomentas finde ich auch cool. Pupanze! Pupanze! Steinzone! Oh, du willst kämpfen! Ah, warum warten wir noch? Pupanze! Das ist auch so ein Beyblade, ey. Ja. War auch ganz lustig, das Ding ist irgendwie durch so eine Art Totenpuppe nachempfunden. Wirklich. Oder so eine heilige Puppe, ich weiß nicht, was stellt man auf Grabmäler ab oder so. Ja, okay. Das ist so bei Shinto oder buddhistischen Gräbern anstelle von so einer Jesusfigur halt möglicherweise. Okay. Ich glaube hier Shakumon, kennst du das noch? Aus der zweiten Digimon-Staffel? Das ist die auch. Ah, da ist Lepomentas, das ist die Weiterentwicklung. Das finde ich cool. Das ist wirklich auch creepy as hell, ne? Ja, das ist Bodenpsycho. Und hat zusätzlich meist noch die Fähigkeit Schwebe, dass keine anderen Bodenattacken es treffen. Das ist richtig cool. Okay. Gibt's also die Erkundigungsmonster mit den Zeichen? Mhm. Stimmt ein bisschen. Ich glaube, da gab es storymäßig auch irgendeine Verbindung. Lepomentas. Yeah. Ich will jetzt hier so eine Katze haben. Ich glaube, wir müssen noch irgendwie wieder was. Ich glaube, das ist gar nicht in den Dingern drin. Ich glaube, das kam vorhin nur, als wir diesen Kreisel da. Nee, das war eine Kiste drin. Bist du sicher? Ich meine nämlich, das kam, als wir diesen Bohrer aktiviert haben. Ich meine schon. Das sein. Vielleicht probier den nochmal, ob du den nochmal anschmeißen kannst. Aha! Da, schau her! Ey, das Spiel hört nicht auf, uns anzuficken, ne? Alter, ey. Kann nicht wahr sein. Oh, guck mal, wir haben Erz. Wir haben es vorhin zumindest in der Kiste mal gefunden, in einem anderen Bereich. Das mag sein, aber... Ich muss wieder runter. Ja, andersrum. Komplett andere Richtung. Jenseits von Capoeira. Capo! Cap, 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 cap! Die Unterentwicklung von Mogelbaum. Hm, dachte ich mir schon. Mogel, 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 Mogelbaum. Oh, das ist so ermüdend, wie er da langkreucht. Geht er nicht schneller. Ich glaube wirklich, dass es jetzt nur dieses Minispiel ist beim Baus, beim Final Bowsman. I'm the Baus. I'm the Baus. Und dann können wir die Magma-Zone abschließen. Ja. So, wir machen jetzt noch das Rihornio-Ding. Ey, das Ding auch lang genug, wir sowieso splitten in verschiedene Parts. Naja. Kürzt ihr sonst kein Schwein an. Ist sowieso schon so oder so schon zweifelhaft, ob sich das jemand anguckt. Definitiv. Aber, Poppy Pikachu, kann er nicht einfach so Minigolf spielen und mit seinem Schwanz Eisenschweif machen oder Ding so vor sich hinschlagen? Du musst ja reinwerfen, ne? Und dann... Ja. Dann musst du das Runde auswählen. Das Runde muss in das Eckige. Komm. Immer dieser Mechanismus funktionieren soll. Der da gerade vonstatten gegangen ist. Jetzt hast du einen Diskus. Oder einen Teller. Du hast ein Baby, cool. So, ist das runter? Wo denn ja, doch, musst da links. Links, ne? Ach ja, schon, da ging es ja durch. Und dann musst du runter. Bist also geradeaus. Du bist schon unten. Das Ding ist so hässlich. Warum macht man das so kackhellbraun? Keine Ahnung. Ey. Hat sich echt niemand mehr rumgekleckert. Rihornio!
Was ist Beyblade? Wetten? Das sieht tatsächlich sehr stark nach Beyblade aus. Shetella. Das Ding ist riesengroß und stark. Das hier ist doch geil. Nepomentas oder Nepomentas, aber Shetella ist riesengroß. Nicht in Nepomentas. Der sieht cool aus. Okay. Nightmare Fuel and creepy as fuck. 10.000 für Bonus Units. Okay. Okay, jetzt muss ich einfach nur. Ja, es ist Beyblade. Das mag der Sohn übrigens. Steht ja auf dieser Flur auch nix so. Was ist denn da ab, Alter? Das kann richtig aussehen. Boah, das muss man ja umhauen hier. Oh, das ist klar. Das hier ist die Ohren hier. Schon wieder so. Jeder Ding noch. Das hier ist die Ohren hier. Das ist Ohren. Boah, reicht. Das ist so Items, die du einsammeln kannst. Kann stimmt, auf jeden Fall. Bam, bam! 18.000. Reicht natürlich um Länge schon noch, nur du scheiße warst. Ich war nicht scheiße. Du bist zweimal gestorben. Ja und? Davor habe ich Ewigkeiten ohne irgendwas geschafft. Nein. Neue Bestleistung. Damn! Und unseren neuen Buddy, der sogar die Titten abgezeichnet hat. Oh Mann, ey. Dab, 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 sucht wieder ein Klo. Ja. Muss mal. Ah. Oh, wieder ein Pimmelfragment. Ein Pimmelsplitter. Schau, du hast Splitter in deinem Bruch aus. Alter! Scheiße! Ja, Speicher. Und dann ende ich. Ich halte das jetzt nicht mehr aus. Ja, mir reicht's auch wirklich. Das ist so heftig, ey. Gut. Uah. Das soll es gewesen sein mit dem Crap. Ich denke, wir sind heute ein krasses Stück weitergekommen. Ich denke auch, ja. Ein wirklich krasses Stück weitergekommen. Hast du abschließende Worte zu diesem Spiel? Du wirst es ja auch hoffentlich in deinem Leben nie wieder spielen müssen. Ich hab da noch ein paar andere Sachen vor mir. Es war sehr schön, wieder in die Welt von Pokémon versinken zu dürfen. Es hat mich... Du sollst nicht lügen. Nee, es war scheiße. Also es war schon... ist schon hart. Also alleine spielen würde überhaupt nicht gehen. Das, also man würde wirklich, also solche Spiele würden nicht wirklich einschlafen. Also ich kenne das bei anderen Spielen, dass ich dann zum Teil wirklich wegnicke. Und das wäre definitiv so von, eins davon. Zu zweit, ja, man kann sich versuchen, Spaß daraus zu machen. Aber es lässt einen nicht viele Möglichkeiten dazu. Das stimmt. Leider. Ja. Ich sag mal so, falls Pummi jetzt noch zugucken sollte. Ja, ihr blüht es als nächstes. Schon hart. Aber ich denke, dass das Pummi das nochmal auf ein höheres Level heben wird. Ich denke, es wird eine sehr, sehr gute Ablöse für mich sein. Sie hat den Heimvorteil, sie kennt das ja schon so halb. Stimmt. Weil ihre Nichte das ja schon so halb gespielt hat. Sie ist genau in dem Alter der Zielgruppe. Ja, ich sag mal so, also ich hoffe, dass zumindest jetzt so halbwegs, dadurch, dass wir uns unterhalten konnten, man das so ein bisschen als Podcast schon fast sehen kann. Ja, eigentlich schon, ne? wo wir ein bisschen dumm labern, nebenbei einfach nur irgendwas zocken, dass vielleicht der eine oder andere dadurch ein bisschen Spaß hatte, aber das Spiel veranlasst einen nicht wirklich dazu. Also bitte, Leute, wählt das nächste Mal was anderes. Wie gerne hätte ich Snap gespielt, Pokémon Snap. Ja. Fand ich richtig cool früher. Hätte man ja wählen können. Dann wäre es deutlich kürzer gewesen, glaube ich. Ja, das auch. Ich glaube, hätte ich zwei Parts gehabt, wäre ich durch gewesen. Ja, und Pokémon Snap ist auch cool. Also eigentlich ist es scheiße, aber an sich ist es trotzdem cool. Also ich hab's richtig gefeiert. Ich verstehe bis heute nicht, warum die kein neues Pokémon Snap machen soll, aber ist okay. Ja, ansonsten bei dir, Zack, was sagst du? Wie hat's dir heute gefallen? Es war das schönste Erlebnis, das ich jemals mit Poképapi hatte.
wo die Messlatte jetzt nicht sehr hoch ist. Ne? Aber immerhin. Aber immerhin, ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Guck mal, selbst Pikachu ist jetzt eingeschlafen. Ja. Besser ist, ey. Besser ist. Alter. Ja, das Spiel ist Crap, das habe ich ja immer wieder gesagt, dass es eine Tortur ist, spielen zu müssen. Ja. Ich habe auch daraus gelernt, dass ich, glaube ich, nie wieder bei Abstimmungen Crap mit reinmachen wirst. Aus Spaß Crap mit reinpacke. Denn das kann echt hart nach hinten losgehen. Ja. Und ja, es freut mich sehr, dass du die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Klar. Das freut mich tierisch sehr, 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 sehr. Wenn man in der Not gebraucht wird. Ja. Ich bin praktisch wie Batman, nur besser. Natürlich. Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und irgendwann sehe ich es her. Ja, ja. Mhm. Leute, ihr müsst euch wirklich beim nächsten Voting überlegt euch das. Ihr habt doch selber keinen Bock, das zu sehen. Ja. Ihr habt doch keinen Bock, das zu sehen. Manche Abonnenten wollen mich einfach nur brennen sehen. Ja. Dann guckt aber auch das scheiß Video, ey. Ja, ganz ehrlich, ne? Also ich glaube aber auch die Leute, die das gewotet haben, die gucken das, weil das kommt, also die View-Zahlen stimmen ungefähr mit den Werten der Votes überein. Also ich glaube, die Leute, die dafür gewotet haben, gucken es tatsächlich. Ihr Bastarde, Alter. Ach, nein, ich habe euch alle gern. Mm. Ja. Ja. Ich bin ja nicht beim Kanal, von daher kann ich sagen, ihr seid spastisch. Du bist in fast jedem Podcast. Ihr seid super, hört unsere Podcasts. Spasti, Alter. Nein. Also, es ist natürlich ein Gag, ich verstehe das. Ja, natürlich, es ist ein Gag. Aber... Alles, was wir hier tun, ist natürlich auch ein Gag. Muss ja nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich werde das auf jeden Fall splitten in mehrere Parts. Ja. Das ist sonst zu lang einfach. Ja. Und freue mich darauf, wenn ich dann das Spiel hoffentlich mit Pummi beende. Denn dann bin ich endlich frei. Dann hat das alles hier ein Ende. Wie lange haben wir jetzt gespielt? Boah, keine Ahnung. Wann haben wir angefangen? Keine Ahnung. Wie spät ist denn jetzt? Jetzt haben wir kurz nach... Also. Kurz nach Mitternacht. Ja. Ich glaube, wir haben so um neun. Halb neun, glaube ich. Nee, halb acht haben wir, glaube ich, angefangen. Du kannst ja einfach mal gleich gucken. Wir gucken gleich, wie viel Spielzeit jetzt mit dabei ist. Also auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, wenn nicht, ladet es euch als Audiodatei runter. Das reicht auch. Ihr müsst eigentlich das nicht sehen. Das Gameplay ist halt scheißegal eigentlich. Ja, ist wirklich so. Also das Gameplay ist für den Arsch so. Ja, ja. Vielleicht spürst du wirklich den vorderen Part noch vor. Ja, ja, mach ich auch, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, dankeschön. Dadurch, dass ihr zuseht, habt ihr unsere Tortur erleichtert. Ihr habt die Tortur mitgenommen. Ihr wart dabei. Seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn ich dann wieder Pokepark Wii spiele. Denkt dran, jeden Mittwoch gibt es jetzt einen schönen Livestream. Und bitte hört auf, mich nach neuen Star Wars Videos zu fragen. Die kommen dann wirklich, wenn sie kommen. Wenn ich nämlich, jetzt hat sogar die Wii Mode keinen Bock mehr. Ja, das ist die Wii Mode keinen Bock mehr. Nein, ich mache natürlich auch neue Star Wars Videos und so weiter. Ich mache auch neue One Piece Videos. Nur... Ich kann das alles irgendwie nicht so richtig wuppen und ich brauche meine Zeit dafür. Und es kommt, wenn es kommt, und dann wird es auch gut. Ich möchte da nichts übereilen. Deswegen habt ihr jetzt erstmal die wöchentlichen Streams und ich hoffe, damit seid ihr fröhlich. Und ja. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, sagen wir. Tschö, bitte. Mhm. Okay. Tschö, bitte.